Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Chroniken der Drachenwacht. Ja, Tomcat ist mittlerweile wieder zurückgereist. Möchte mich dann nochmal für seine Unterstützung bedanken beim Dach. Leider gab es ja den Unfall auf der Baustelle. Ja, Bewohner sind mittlerweile hier schon einige, man sieht schon unterwegs. Ich habe unten auch, habt ihr gesehen, zwei Telefonzellen, wie sie so schön genannt werden, von manchen aufgestellt, um die Leute rüber zu locken. Die kommen aber dann wieder weg. Das ist jetzt quasi nur eine Lösung gewesen, damit sich da ein paar mehr drüben aufhalten. Das funktioniert auch. So, und wir haben beim Haus selber oben noch einiges zu erledigen. Nämlich außen, da geht ja jetzt der Lehm komplett durch. Und da möchte ich eben diese ganzen Säulen und alles komplett hochziehen. Und auch Fenster einbauen. Wir sehen es auch immer wieder, dass Bewohner in die quasi dort, wo die Fenster mal hinkommen sollen, sich immer wieder aufhalten. Das heißt, das muss man auch mal zumachen. Nicht, dass da am Ende noch jemand abstürzt. Was mache ich da? Genau. Sollte eigentlich 16. Wie viele Fenster haben wir jetzt? 33. Müsste eigentlich reichen. So, ja, bin immer noch begeistert von dem Dach, kam auch bei euch ganz gut an. Das Dach, was der Tomcat gebaut hat. Leider mit etwas Blut bezahlt. So, als erstes machen wir die Fenster, bevor wir irgendwas anderes machen. Speziell hier an der Seite, wo eben unten auch die anderen Bewohner sind, da hängen sich die Einwohner gerne mal quasi raus. Außer wir halten sie eben davon ab. Ja, oben habe ich auch schon etwas angefangen, schon teilweise schon die Balken durchzuziehen. Damit wir dann da noch die Zwischendecke machen, quasi fürs Dachgeschoss. So, jetzt. Ah, wie viel haben wir denn noch? 11 Stück. Gut, dann wären wir doch nicht ganz. 9. Ja, eine Scheibe haben wir zu wenig. Ah, wobei, da brauchen wir vorläufig eigentlich noch, können wir das Glas mal hier noch weglassen, da ist noch der Baum dahinter, verbaut. Mal schauen, ist das meine Behutsamkeit? Nö. Aber zumindest mal wichtig sind's. Oh, schon wieder. Mal die Scheiben da vorne. Dann kann da keiner mehr rausfliegen. Gut, und die eine, die übrig ist, die kann ich ja schon mal da reinsetzen. Dann kann dann später auch immer einen Baum abholzen, da auch keiner rausfliegen. Ja, das nächste, was ich noch machen will, ist, da habt ihr ja auch geschrieben, dass das eigentlich besser ausschaut, wenn man oben diese ganzen Säulen eben durchziehen. Das heißt, da brauchen wir mal einmal die Säule, einmal die normalen Steinziegel. Da werde ich aber die nehmen, weil die ist nicht so stark. Da reißt man nicht wieder gleich alles weg. So, genau. Und wenn das steht, dann kann man schon überlegen, Inneneinrichtung bzw. unten den Keller, den wir ja noch graben wollen. Das möchte ich auch machen. So, kommen wir da hin.
Da brauchen wir einmal. Ja. Ah, jetzt. Na, ich glaube, das schaut speziell auch von außen einfach besser aus. Wenn man da noch ein bisschen Struktur reinbringt, indem man das abgrenzt. Ah, zum Glück fliegt es auch in unsere Richtung. Eine Folge kann sein, dass die heute etwas kürzer wird. Ich möchte sie dann noch rendern und so und vorbereiten, dass das halt dann für morgen quasi mehr oder weniger dann schon wirklich zeitnah dann online kommt. Ich bin heute noch bei einer Geburtstagsfeier eingeladen. Und deswegen möchte ich jetzt halt möglichst viel noch aufnehmen, um die Zeit gut zu nutzen. Und eben vielleicht noch danach noch ein anderes Projekt noch aufnehmen, damit das dann, während ich weg bin, dann in Ruhe quasi alles vor sich hin rendern kann. So. Wir kommen da ganz gut voran. Ja, stimmlich ist bei mir auch irgendwie ähnlich ein bisschen wie bei Zeran. Angeschlagen, mal mehr, mal weniger, entkommen und gehen quasi. So, gut, die kann man dann von oben einsetzen. So, dann hier noch die Ecke. Also von der Form sieht das wirklich auch so aus, wenn da die Säule quasi so hinter die Figuren durchgeht. Hat auch irgendwie was. Genau, möchte ich nur schauen, wie es mit der Tageszeit ausschaut. Damit wir auf Schlafen nicht vergessen. Da gab es offensichtlich, wie gesagt, ich nehme das am Samstag auf. Gab es offensichtlich Probleme, dass jemand nicht geschlafen hat im Server. Matrix ist auch da, der wird wahrscheinlich an der Farm weiterbauen. Da war ja die erste Folge, wo er mit dem Cedric baut, ist heute online, also solltet ihr auf jeden Fall reinschauen. Kanal findet sie in der Videobeschreibung. Genau, Punkt der Einrichtung, wie gesagt, da bin ich selber noch ein bisschen am überlegen, was da alles jetzt rein soll in so für Verwaltungsgebäude. Könnt ihr mir ja, wenn ihr Vorschläge habt, wo ihr sagt, das darf auf keinen Fall fehlen, unbedingt reinschreiben. So, wir haben es denn da? Gut, da geht es an die Wand. Das heißt, dann geht es hier. Braucht man eigentlich nur hier. Upsala. Dann sind wir da eh gleich durch. Brauchen wir nur noch auf der, upsala, auf der anderen Seite. Ich kann euch dann das Dach auch noch einmal. Aua. So, das Dach dann auch noch einmal zeigen. Für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben in der fertigen Version. Und da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man da nicht nach hinten umkippt. So, hier haben wir es, hier haben wir es. Dann fehlt eigentlich immer noch hier die Ecke.
Hier geht eben dann die Treppe hoch. Die habe ich vorläufig. Ist sie etwas schneller. Ich bin aber noch überlegen, ob ich sie vielleicht doch breiter mache. Weil da ist eh noch Treppe, da kann ich eh nicht wirklich was hinbauen. Und auch wenn es dann oben etwas niedriger ist, glaube ich, stört es nicht wirklich, wenn man da ein bisschen mehr. Was wollte ich sagen? Wenn man da eine breitere Treppe hat. So. Dann werde ich da noch Fackel gleich wieder hinsetzen. Ich hatte hier nämlich schon das Problem. Okay, wir kommen jetzt an die Sachen nicht ganz ran. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Ich trinke mal einen Schluck, weil ich merke schon, meine Stimme kratzt ein bisschen. Wenigstens ist das Wetter jetzt etwas besser draußen. Es regnet immer so viel. Und es fühlt sich nicht ganz so kalt an, obwohl ich es ja eigentlich mag, eher die kühlere Zeit. Nur wenn man krank ist oder halt. Upsala, sorry. Richtig erwischt? Ah, zum Glück nicht. Aber wie es so ist auf den Baustellen, die Bewohner rennen einen ständig rein. Da muss man wirklich aufpassen. Die sind sowas von neugierig. Machen wir gleich wieder Licht, weil es war letztens erst ein Zombie hier drinnen unterwegs und nur weil auf die Treppen jeweils ein einziger Block war, wo es eine Spur zu finster war. Und die Zombies haben das gleich genutzt und haben da gleich mal, oder halt einer zumindest, geglaubt, er kann da Ärger machen. Aber ich habe ihn rechtzeitig erwischt. Dadurch ist nichts passiert. Es waren doch ein paar Bewohner schon drinnen. So. Gut. Ja, ihr seht's. Das wird jetzt schon gut angenommen. Es gibt schon ein paar, die wollen sich bewerben quasi. Für das Verwaltungsgebäude. Und ich finde es gut, dass sich da die Bewohner ein bisschen verteilen und auch schon quasi schon das neue Gebäude annehmen. So. Da schaut es zwar teilweise recht dunkel aus, das habe ich schon kontrolliert. Da ist eigentlich soweit alles in Ordnung. Genau, hier bräuchte man noch ein Fenster. Weil da sogar die Gefahr besteht, dass von außen quasi irgendwer rein könnte. Das heißt, wir werden jetzt doch noch ein paar Fenster machen. Um den Rest auch noch zu verschließen. So. Oh, es macht aktuell richtig Spaß, eine Drachenwacht zu bauen. Und es kommen auch immer wieder einiges an Kommentaren. Was mich auch sehr freut, dass ihr fleißig euren Senf abgibt. So, da haben wir jetzt alle Fenster. Genau, hier hinten braucht man nichts, da schließt ja direkt ans Eingangstor an. Mir fehlt eigentlich nur noch hinten die Scheibe, dann kann ich euch das Dach noch einmal von oben zeigen. Schau mal. Oh, hallo? Ah, da ist auch schon wer. Ich muss da kurz vorbei. Cool, nee. Komm da nicht raus. Nö, ich will nichts kaufen. Ah, jetzt. Ist vielleicht der einzige Nachteil bei den Doppeltüren. Schöne ist, wir können da einfach rüberspringen und direkt aufs Dach klettern. Ah, ist richtig schönes großes Dach geworden. Man kann vom Dach auch direkt quasi hier kommt man rauf quasi
oben beim Turm, beim Eingangstor, kann man direkt draufklettern. Das heißt, man kann, wenn mal Dacharbeiten notwendig sind, kommt man da auch relativ gut ran. Das heißt, ich brauche gar nicht von innen jetzt irgendwie einen Aufgang noch zu machen oder irgendwas. Na, hier irgendwo ist ja da noch der Dreckfahrstuhl. Wenn wir da runtergehen. Die Ecke ist überhaupt auch zuletzt sehr beliebt mit den ganzen Pferden und so. Da rennen immer wieder Bewohner hin und schauen und reden mit den Pferden. So. Genau, weil hier haben wir ja soweit alles. Das heißt, oben fehlen halt jetzt noch diese ganzen Zwischenverstrebungen. Ich habe mir überlegt, weil ich habe ja unten teilweise keine Verstrebungen, ob ich das nicht trotzdem dann komplett das System da überall durchziehe. Schaut gleich besser aus. Ich meine, hier bleibt es offen. Das ist ja geplant, dass man da runterschauen kann. Und da habt ihr auch geschrieben, das soll ich auch so lassen, dass das ein bisschen offener wirkt und nicht so ganz zu ist. Hier an der Seite wird wahrscheinlich welchen Zaun oder so hinmachen, dass man quasi von oben auch runterschauen kann. Ja, und dann würde ich sagen, wir sind jetzt bei 16, 17 Minuten. Heute einmal ein bisschen kürzer, aber dafür kommen dann morgen noch andere Sachen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge bei den Chroniken der Drachenwacht. Tschüss!